Danke. So, das gegen das Tauschen. Nach oben, nach oben, nach oben. Mann, 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 Mann. So, jetzt noch einen Sacken hier. Dankeschön. Das war Gott sei Dank nicht der Dreizack-Typ. Mann, Mann, Mann. So, sonst noch irgendwas? Ja, nee, nee, das brauchen wir alles nicht. Brauchen wir nicht. Okay, fahren wir mal weiter hier außen rum. Damit noch einen von denen lege ich mich jetzt nicht an. Der andere hat mich mit dem Dreizack schon fast aus dem Leben rausgeschmissen, ey. Da ist noch eine Muku, die brauchen wir nicht. Wenn wir jetzt hier komplett durch können, müssten wir eigentlich irgendwann wieder an unserem Ausgangspunkt rauskommen. Ich hätte natürlich auch eine Karte craften können, ich hätte eine Karte mitnehmen können. Beziehungsweise eine Karte gecraftet habe ich sogar, glaube ich, schon mal. Ich hätte es auch mitnehmen können. Habe ich nicht. Weil eins dumm. Aber nun ja, damit müsst ihr ebenfalls leben, so wie ich. Ach. So, da kommen wir durch. Hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. So, ich lag gerade. Gut, hier müsste es ja sauber durchgehen jetzt gleich. Zumindest einmal rumgekommen. Ja, da will ich nicht durch. Weil das ist noch nicht weit genug in diese Richtung hier, um wieder an unserem Ort rauszukommen. Eben Fanpost beantworten. Muss mehr Zeit nehmen auch für die Fans, die vielleicht gerade nicht auf Twitch mit dabei sind. Ja, das Ding musste da jetzt genau vor meiner Nase auftauchen, ne? Das könnte unser Dorf sein. Da bin ich jetzt wieder komplett lost. Haben wir es einmal rumgeschafft?
Kennt jemand diese Gegend? Ich guck mal. Wir gehen mal einmal an Land. Da brennt es. Ja, dafür ist es so flach, dass das unser Gebiet ist. Dafür ist es so flach. Dafür ist es so flach. So. Ne, wir sind noch nicht ganz rum. Aber auf einem guten Weg, würde ich sagen. Trotzdem gucken wir mal hier, ob wir hier noch irgendwas finden. Ah, okay. Nächste. Den nehmen wir mit. Huch, nehme ich mit. Äpfel. Nehme ich mit. Goldklumpen. Brot können sie behalten. Sehr einfaches Villager-Dorf. Wo es steil bergab geht in manchen Situationen. Aber das hier ist ja nice mit dem Brunnen und dem Gestell hier. Sehr schön. Ah ja, mein Gott. Okay, irgendwo ist auch ein Zombie hier unten drunter. Haben wir Zauberer? Du bietest Schusssicherheit. Mal Bücherregale mitnehmen? Nee, brauchen wir noch ein Podest? Eigentlich auch nicht. Oh, jetzt komme ich hier durch die Tür nicht weg. Ich wollte mal reingucken. Interessant würde ich finden, was in der Kirche noch ist. Boah, Gott sei Dank sind wir da drüber gekommen. Eigentlich. Okay, verrottetes Fleisch, ein Smaragd für Redstone-Staub will ich nicht. Will ich nicht. Da geht's noch nach oben. Vielleicht haben wir hier heimlich noch eine Truhe. Hier ist keine, vielleicht ist ganz oben eine. Leider auch nicht, aber ich muss mal übelst auf Toilette. Bin sofort wieder da. Ich habe direkt benutzt und noch einen Kaffee gemacht. Ah, es wird schon. Ja, ich habe eben vergessen, noch Pause zu machen, wenn ich noch auf Toilette gelaufen bin. Deswegen regnet es jetzt. Ah, regnet es jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Dafür habe ich jetzt direkt den Orientierungssinn verloren. Wo ist unser Boot stand? Ich glaube da hinten. Ne? Ah. Also schlecht, also schlecht, also schlecht. Oh, ich glaube, müssen wir eigentlich mitnehmen, ne? Ich wollte eigentlich schon den Braustand mitnehmen. Okay. Dann fahren wir hier irgendwo auch ein Baby rum ein. Hier hatten die Sicht. Und da drauf? Ne, von der anderen Seite, ne? Ich bin so schlecht in der Orientierung. Es tut mir so leid. Hier war irgendwo der Zombie. Wie geht's denn jetzt hier rauf? Genau, da bin ich runtergesprungen. Bin ich alle Häuser durchsuchen. Mr. Enderman verfolgt uns auch schon wieder. Natürlich wieder die Frage, wo habe ich das Brot abgestellt? So, hier nicht. Wie ich versuche so drüber zu gucken, wo das Brot ist, ne? Müsste eigentlich irgendwo da sein. Da ist es. Man sieht es ganz leicht. Ganz leicht.
Also auf YouTube möchte ich mich schon mal entschuldigen dafür, dass wir quasi jetzt nur gefühlt 400 Folgen haben, wo wir hier irgendwo rumschippern. Aber so eine Erkundungstour ist ja auch nicht verkehrt. Auch wenn man gerade nicht wirklich weiß, ob man überhaupt irgendetwas sucht und was man sucht. Weil die Rückreise wird natürlich gleich interessant, wenn wir doch keinen Weg einmal durchfinden. Lass mich rein. Oh, wir sind jetzt gerade erst an der einen Stelle, wo wir eben nicht weitergekommen sind, glaube ich. Genau, wir waren eben auf der anderen Seite. Oh mein Gott. Leute, das wird ein so harter Rückweg. Ich sag's euch, ey. Wenn wir da nicht so drum herum kommen. Aber ihr seht, ich gebe noch nicht auf. Ich habe mir auch noch einen Kaffee gemacht. Power und Elan haben wir noch. Ich finde halt trotzdem noch ein Schiffswrack, ein Tempel, noch ein Dorf. Wer weiß. Vielleicht auch mal so eine Chance, um hier durchzukommen in die Richtung. In die Richtung müssen wir nicht. Im schlimmsten Fall verschaffe ich mir einen Überblick mit Fliegen, was ich halt eigentlich auch nicht unbedingt machen möchte. Ja, da wird es nicht durchgehen. Aber das wäre so der allerletzte Ausweg. Oder halt komplett zurück schwimmen. Hier brennt was. War hier nochmal ein Tor oder so? Das brennt einfach nur. Was auch immer da passiert ist. Stimmt, der Blitz eingeschlagen, als es geregnet hat eben. So, hier haben wir doch mal einen Durchgang. Jetzt wäre es natürlich dumm, wenn wir uns dann wieder zu weit rechts halten, dass wir dann wieder zu der einen Ruine kommen. Okay, ich würde fast behaupten, dass wir jetzt gleich echt wieder an die Stelle kommen, wo wir ein bisschen von dem Wald abgeholzt haben. Ich würde sogar sagen, wir sind zumindest mal durch. Der Durchbruch war da. Ist da. Wir sind jetzt wieder auf der richtigen Seite, aber müssen dann jetzt gleich in die Richtung. Kameratechnisch weiß ich jetzt nicht, ob ich die richtige Richtung gezeigt habe. Für mich ja. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass mir das bekannt vorkommt, aber eigentlich schon. Ja, jetzt sind wir. Ich würde fast behaupten, dass wir jetzt einmal durch sind und wir uns gleich einfach nur links halten müssen. Weil dann nämlich wieder zurück sind. Das wird interessant, wenn wir dann wieder zurück wollen. Oh nein, jetzt sind wir jetzt einfach nur. Da ist das Schiffswrack. Oh, wir sind zwar einmal durch, aber wir sind falsch durch. Oder? Na doch, da ist der Tempel, wo der Typ uns angegriffen hat. Okay, wir sind zu früh irgendwo durchgekommen.
Dann fahren wir halt auf dieser Lane mal wieder zurück. Und hoffen, dass wir zurückkommen. Und hoffentlich werden wir nicht getötet von irgendwem. Oder irgendetwas. Erst mal kurz hier was einsackeln. Das dann noch. Also wenn man zwei PCs hat, ist das leichter. Jetzt ist die Frage, ob wir hier durchkommen. Fragen über Fragen, alle nicht beantwortbar, wenn wir es nicht ausprobieren. Da wird's eng, da wird's eng, da kommen wir nicht durch. Kein weiter Weg durch. Das hat keiner gesehen. Wir werden uns verfahren, weil ich das gemacht habe. Wir werden uns verfahren, verfahren, verfahren. Müssen wir nicht irgendwann an dem Riesentor nochmal vorbeikommen? Eigentlich ja, aber irgendwie auch nicht. Und da kommen wir auch schon wieder nicht durch. Also müssen wir da rumfahren. Aber ich muss jetzt eine Anlegestelle finden, dass wir mal eben das Bett aufstellen können. Alles nicht so einfach. Ich will nur sagen, das ist alles Zoras Schuld, weil die hat gefragt, ob ich den Weg zurückfinde und ich habe noch so groß kurz hat ja gesehen. Hier so richtig ist. Frag mich ja, was das hier mit dem Seetang immer so. Ach, da sind Delfine, okay. Macht der die Dinger kaputt? Wo ist er hin? Einfach despawned. Läuft. Nee, irgendwo ist er noch zu hören. Okay, Delfin gesehen in Minecraft. Check.